runterfahren ist zum Bachgrund. Also circa eine halbe Stunde werden wir jetzt sicher fahren. Fahren vor dem mit 875er mit dem Kreisler. Und ich fahre mit der W-Kombination hinten nachher. Ich freue mich jetzt so richtig auf eine schöne Müllvierteltour. Das schöne Müllviertel. Nach St. Ulrich fahren wir jetzt. Das ist der Blinker, was so tut. Also das Superne ist, ich kann ganz bequem mit dem vierten Gang im Stand wegfahren und kann dann aber mit meinen Lasthaltstufen auf gute 43 km/h beschleunigen. Das finde ich echt super bei dem Traktor. Nur die 43 km/h fährt halt der 875er vorne nicht. Der fährt halt nur seine 30 km/h. Da muss ich mir ein bisschen eingrenzen. Aber das stört mich jetzt nicht. Ich kann euch das eh mal zeigen, wie das ausschaut, gerade von meiner Fahrerperspektive. Jetzt. Also vorhin habe ich das Böttinger Novacut 306 Classic gefahren. Und so düsen wir jetzt durch die Landschaft, dass wir einen Bachgrund jetzt nochmal machen. Also, wir machen da jetzt heute auch Siloballen, aber erst auf die Nacht. Und da haben wir einen Lastwagen bestellt, also einen Sattelzug mit Tieflader, der führt uns die Ballen heute warm. Elektrozahn überall an die Stempel dran ist und das mache ich mit, wieder mit dem Quad, eben damit ich mir die Arbeit ein bisschen erleichtert und dass ich nicht zu Fuß gehen muss. Da hinten hat der Manfred mit dem Johnny und mit dem Kornkreisel Schwader und Schwader die steilere Flächen und ich fahre jetzt halt da mit dem 875er und mit dem Kornkreisel Schwader und Schwader die Flächen, damit wir einfach zu zweit sind wir einfach ein bisschen schneller und dann können wir schneller zum Pressen kommen, weil heute auf die Nacht kommt ja dann der Lastwagen und holt die Ballen ab. We'll be right back.
getting pumped on the mic like an old batch of collard greens. It's the capital SOS oppression, double OP, Deagle double G, why Deagle double G, you see? Showing much flex when it's time to wreck a mic, tipping holes and clacking a grip like my name was Dolomite. Yeah, and it dope quick. I think they in the mood for another one of those G hits. So, wir laden jetzt gerade die Wallen auf den Bierflader vom Steirer. Also, der Lasthang ist doch nicht mehr gekommen, weil es dann zu spät wieder geworden ist. Jetzt haben wir einfach den Lohnunternehmer da von Warburg angeheuert und der wird uns jetzt die Wallen haben. Und ich lade die auf. Oppression, double OP, Deagle double G, why Deagle double G, you see? Showing much flex when it's time to wreck a mic. Pippin' holes and clackin' a grip like my name was Dolomite. Yeah, and it dope quick. I think they in the mood for another one of those G hits. So, Trey, what up, dog? We gotta give them what they want. What's that shit? We gotta break them off something. Hell yeah. And it's gotta be bumpin' city. Yo, liebe Freunde, jetzt tue ich die Bünken, die wir jetzt vorher heimgeführt haben am Vormittag mit dem Lohnunternehmer da von Rohrbach. Die tue ich jetzt wickeln mit der Wickelmaschine, mit der Göweil und mit dem Frontlader mit 875er und der Ballenzahn von Göweil tue ich jetzt eben da die restlichen Ballen noch wickeln. Und ich habe ein paar Zuschauer, die interessieren sich auch recht dafür. Die schauen wir dazu gerade. Ist recht nett, wenn man da nicht alleine ist, sondern 20 hier neues Publikum hat. Ich zeige euch das ganz kurz. Ich habe da meine Funkfernbedienung. Infrarot. Mit Infrarot ist das verbunden. Ist ein kinderleicht, leicht zum Bedienen, also versteht eigentlich sofort jeder. Ich habe jetzt den Ballen da fertig gewickelt und jetzt drücke ich da einmal drauf. Und schau laut dann ab. Natürlich lasse ich die Fernbedienung dann im Traktor drinnen, damit ich gleich während dem Traktorfahren das bedienen kann. Also die hat voll Reichweiten, da kann ich voll weit weg gehen. Also da funktioniert das noch. Und ich lasse halt den Traktor drinnen und fahre halt dann vom Traktor aus. Ja, liebe Freunde, dann war es das aber auch schon wieder mit dem Farmvlog. Ich hoffe, ihr habt wieder ein paar Einblicke gekriegt in die Landwirtschaft und vor allem beim ersten Schnitt im Mühlviertel, wie das abläuft. Und ich würde mich echt freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen hoch gebt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Pfiat euch!